Hallo, heute geht es um das Thema Sicherheit. Ich habe euch eine Lenkradkralle mitgebracht. Ich habe mich für dieses Modell entschieden. Ist von der Firma Tewalafi, kostet 70, 80 Euro. Und das halte ich für besonders wichtig, wenn man solch einen Oldtimer hat oder ein älteres Wohnmobil, weil die haben keine gescheite Wegfahrsperre. Dieses Teil wird ins Lenkrad reingespannt und hat ein Zahlenschloss. Man braucht keinen zusätzlichen Schlüssel. Gibt es auch in anderen Ausfertigungen mit Schlüssel, sieht dann anders aus. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe mich hier für dieses Modell mit Zahlenschloss entschieden. Das halte ich für relativ praktisch. Einfach rausnehmen, ins Lenkrad rein, Zahlenschloss verdrehen und schon ist das Fahrzeug gesichert. Klar, hundertprozentige Sicherheit ist es nicht, aber es bringt mehr Sicherheit. Der Einbrecher braucht mehr Zeit und es schreckt ihn vielleicht ab. Können wir noch mal ein paar technische Details. Dieses hier geht bis zu einer Breite von 38 cm, 15 Zoll. Geht also auch hier bei dem Ducato mit dem Originallenkrad. Zeige ich euch gleich auch noch mal. Dieses Teil hier ist aus 19 mm gehärtetem Stahl. Wir haben hier eine fünfstellige Sicherheitskombination. Die Verstellung geht relativ einfach. Mit dabei ist eine Bedienungsanleitung in Deutsch. Aber das möchte ich euch jetzt nicht zeigen, wie man das verstellen kann. Hier habe ich jetzt mal ein großes Lenkrad, um euch zu zeigen, dass das auch damit funktioniert. Das ist ein Lenkrad aus einem Fiat Ducato 230. Und die Bedienung ist ganz einfach. Einfach reinschieben, bisschen auseinanderziehen, Zahlencode verstellen, schon sitzt es drin. Und jetzt wird die Bedienung des Fahrzeuges erheblich erschwert. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir diese Lenkradkralle einsetzen. Wir nehmen sie einfach so, wie sie ist, setzen sie hier ins Lenkrad, schieben sie auseinander, halten es vielleicht so ein bisschen gedrückt, verdrehen hier den Zahlencode und schon sitzt sie im Lenkrad drin. Und durch diesen langen Ausleger wird das Drehen des Lenkrades verhindert. Das Ding jetzt hier aufzubrechen, das wird einige Zeit dauern. Und der Einbrecher sieht, hier ist eine Lenkradkralle, das geht nicht so mal eben. Die Kralle wieder rausnehmen, genauso schnell, Kombination einstellen, zusammenschieben und wir legen sie an die Seite. Aus meiner Sicht eine interessante Investition, kostet nur 70, 80 Euro und man hat einen zusätzlichen Schutz und man schreckt so ein bisschen mögliche Diebe ab, das Fahrzeug zu nehmen. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit. Dieses Gerät von Tewalafi kostet 70, 80 Euro, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Man kann es einsetzen bei Sportlenkrädern als auch bei großen Lenkrädern vom Wohnmobil. Es hat hier eine 19 mm verstärkte Achse drin. Wir haben hier einen fünfstelligen Zahlencode drin. Das ist schnell einzustellen. Das Gerät kann sehr schnell genutzt werden. Einfach hier aus der Seitenfach rausnehmen, rein, verstellen. Schon ist das Fahrzeug geschützt. Ja, ich weiß, der Profi-Einbrecher kriegt es auf, aber es dauert Zeit. Und genau das ist es, was er nicht hat. Zeit und Aufmerksamkeit will er auch nicht. Ich werde das Teil ab jetzt immer dabei haben und so mein Wohnmobil schützen. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch gefallen. Ihr schaut wieder rein. Bis dahin. Ciao, euer Werkstatt-Dino.